Stand on two discs. Oh, aber. Stand right there, Kadek. Ach so, jetzt auf einmal, ne? Right. Ja, okay. Gut, mach das halt. Das heißt, dann geht das Licht an. Gut. Another of these? Haven't we done this already? Aye, once or twice. Dann heißt Spire sehr wahrscheinlich Säule. Okay. Jetzt muss man nur noch die richtigen Säulen finden. Ach so, die Säulen, wo das dann hin soll. So. Dreimal gemacht. Jetzt kann Kadok schieben. Und dann geht das dort da auf. Das ist ja schön. Ja, komm, Kadok, du brauchst mal wieder zu lang, ne? Wir schauen uns das von der Ferne an. Frauen lieben es doch, Männer beim Arbeiten oder beim Schuften zuzuschauen. Sei es handwerklich, sei es im Garten, sei es eine Verbindung von beidem oder eher privater Natur. Ja, Kadok soll mal schön arbeiten. Der arme alte Mann. Was der für eine Körperkraft haben muss. Okay. Und jetzt scheucht Elara den Kadok noch schön hier hin. Los! Come on, come on! Try moving that! Shake that ass! Come on! Do it! Give that a shove, old man. Right. Erstmal ein paar Sekunden nachdenken. Lange Leitung. Okay, kann ich machen. Kein Ding. Right. I'll do this. Und jetzt geht das auf. Geht das auf. Es geht auf. Wabel, wabel. Das geht hoch und runter. Oh, und jetzt... Hexerei ist am Werk. Und wenn wir hier runterkommen, kommen wir bestimmt nicht nochmal hoch. Yay. Oh. We better be able to go back. All of Leer is still burning above us. Ups. Ist das jetzt... Was ist los? Ist das jetzt hier doch der eigentliche Main-Quest-Weg? Das habe ich mir anders vorgestellt. Naja. Jetzt sind wir hier schon lang gegangen. Und das heißt, wenn wir hier durchgehen, ist das Feuer weg. Ja. Schöne Konsequenz. Stell du dich mir nicht in den Weg. So. Dann haben wir das Feuer schon mal gemacht. Dann geht das hier hoch. Boah, würde sich zu unserer Zeit solch eine Brücke aufbauen, das wäre doch cool. Darüber würde ich mich richtig freuen. Aber nein. Wir haben uns abgewandt von jeglicher Magie. Tja, das ist unsere Bürde, die wir jetzt zu tragen haben. Jetzt haben wir Technologie. Keine Magie mehr, sondern nur noch Technologie. Ja, da oben ist noch was. Dann geht das hier. Ja, wabbel, wabbel, wabbel. Geh mal hoch hier, ne? Wabbel, wabbel. So. Ach so, dann geht das da hinten auch. Sehr schön. Das heißt, wir kommen hier weiter. Dann kommt jetzt nochmal das tolle Spinnenvieh. Nicht. Und jetzt können wir das sehen. Und der Pfeil sah eigentlich eher so aus, als wäre hier an einer unsichtbaren Wand abgeprallt. Aber auch gut. Nun ja, das war jetzt nicht so schwer, dieses Rätsel. So. Nehmen wir nochmal ein bisschen Feuer mit. Kann ja nicht schaden. Für eine Zigarette. Da schwebt was in der Luft. Es ist eine Heilfiliole. Und Kadok kriegt einen spontanen Wutausbruch. Der alte Choleriker. So, your greed drives you to defile the dead. You are not worthy of the prize I hold.
Hallo. Du magst es nicht. Wenn wir uns deinen Schatz holen, ist okay. Man kann deine Wut verstehen. Nehmen wir mal den Zerstörungszauber. Er ist ein bisschen stärker. Ach so, der steht da hinten noch. Na. Der kam ein bisschen sehr nah. Mein Gott, wie die alle einfach nur auf Kenok fixiert sind. Das ist zwar irgendwo ganz schön, aber wow. Mann, jetzt renn doch nicht weg, du. Böser, böser Mann. Das ist schwer, dich zu treffen, wenn du dich ständig bewegst. Digga. Hör auf, so abzuspacken. Genau, nimm den Schaden wie ein Mann, der du einst warst. Tot. Hm, Perle gedroppt, oder was? Wow. Hä, wir haben... Oh, aber das heißt, wir haben die blaue nicht. Scheiße, das finde ich jetzt doof. Das war jetzt einer der drei Brüder. Ach so. Mann, das finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt extrem doof. Was? The Brothers? Wow, ja! Raste aus! Oh! Cry of the Ancient. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich kriege trotzdem eine Belohnung. Aber dort wäre noch was gekommen, oder? Verstehe ich, wie gesagt, gerade nicht so ganz. Also uns fehlt eigentlich noch diese blaue Kugel. Und wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Ich nehme mal an, hier entlang. Geht das? Das geht. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass ich die blaue Kugel nicht vorher gefunden habe, weil ich wahrscheinlich zu dumm war, um... Boah, plötzlich ist es wieder hell. Weil ich vorher einfach zu dumm war, um irgendein bestimmtes Rätsel zu finden oder zu machen. Ah, das nervt mich gerade. Es ist gerade ein bisschen sehr entwürdigend, finde ich. I was an adventurer, but I retired to the River of Lyr, between the great cities of Dyford and Carlamore. There was nothing of value there then, save for a wide river and fertile lands. Lands the kings of both Dyford and Carlamore coveted. They sent their soldiers to take them. I was forced to pick up my sword again. I'm not sure whose men slew me. But I did not die alone. I was an adventurer like you. But then I died. Ja. Der Arrow to the Neewitz ist mittlerweile echt ausgegoren und ich habe den zwischendurch in diesen LP auch einmal gemacht. Aber mittlerweile ist selbst die Benutzung dieses Witzes einmal schon zu viel. Irgendwas ist mit Kadok los. Bam! Was? Oh, you! Evil! Das war ein Triple Kill! Triple! Mensch! Das ist doch schön. Und da hinten ist noch eine Truhe. Vergessen wir jetzt. Oh, ist doch keine Truhe. Okay. Vergessen wir einfach... Hier ist eine Truhe. Auch gut. So,
Geld mitgenommen. So. Vergessen wir jetzt einfach mal, dass wir leider die blaue Kugel nicht gefunden haben und daher den ultimativen Preis nicht mitnehmen konnten. Naja. Was heißt das dort? Heißt das, dass wir wieder mit der Madame sprechen? Anscheinend nicht, weil sonst wäre es schon aktiviert worden. Wenn wir hier durchgehen... Okay. Dann gehen wir den eigentlichen Quest nach. Z. Ja, nach dort ist der eigentliche Weg. Hier hinten haben wir noch den Typi. Der ist auch gestorben. Jeder, der so komisch blau leuchtet, ist gestorben. Da. Merkt es euch gut. Wenn irgendeiner eurer Verwandten so aussehen sollte, ist es für die Ambulanz zu spät. Aber vielleicht habt ihr das Glück und habt einen Todesstein dabei und könnt ihren Geschichten lauschen. As if I needed more misery. My wife had just left me. For a blacksmith of all things. I was just drowning my sorrows in the local pub. Staggering the streets, minding my own business. Suddenly, I see this headless woman. Headless! I admit for a moment I wished it was my wife. Thought once or twice of taking an axe to her. But this one was cold. Cold as ice. Ice through and through. And deadly. Obviously. If only I had a torch handy. Ice is no match for fire. Don't you think? Da hat noch jemand die Bekanntschaft mit der kopflosen Frau gemacht. Anscheinend war die Hexe, die wir vorhin bekämpft haben, nicht eben jene kopflose Frau. Das scheint ein kleines Problem zu werden. Das heißt, es gibt noch was Schlimmeres. Hier können wir noch auf nichts zugreifen, wie erwartet. Dann gehen wir direkt mal weiter. Ja, diese Frage hatten wir vorher schon mal. Würde man das Spiel komplett alleine spielen, ohne Kedok oder als Kedok ohne Elara, dann könnte man solche Türen so ziemlich vergessen. Mit Ausnahme von Kedok, der natürlich solche riesigen Steinblöcke allein verschieben kann. Dann könnte man den wahrscheinlich allein spielen. You're not part of the King's Guard. What are you doing here? We work for the Lord Mayor of Dyfed. Mercenaries. As if we didn't have enough troubles. What happened here? What does it look like? We've been under siege for 3 weeks. They've done the same to Dyfed. They've been carting the prisoners upriver by boat. Aye. We rescued a boatload earlier today. Did you? Was the Lord Mayor's daughter among them? Pale skin, dark hair, slutty outfit. Doesn't ring a bell. All the rescued prisoners were taken to the Scarlet Maid Tavern, where the king is. We know the place. Slutty outfit. You'll want to talk. This isn't slutty. It's strategically placed. Natürlich, weil wie jeder weiß, bringt bei Frauen eine ganz knappe Rüstung an den richtigen Stellen mehr Rüstungswert. Ja, nur an den richtigen Stellen. Eigentlich könnte man schon drüber diskutieren, ob die Stiefel nicht vielleicht ein bisschen zu viel bedecken, weil sie könnte dadurch, wenn es weniger Stoff wäre, wahrscheinlich definitiv mehr Rüstungswert dazu kriegen. Etwas mehr Elementarresistenz. Ja, Elara hat sich da wahrscheinlich um einigen Schutz selbst gebracht. Naja, hier gibt es nichts mehr. Die Wache ist einfach mal verschwunden, die mag uns nicht. Ist alles in Ordnung. Hm. Ja, ein bisschen arbeiten. Der Kedok hat vorhin ja die ganze Zeit arbeiten müssen. Explosions and mass destruction. Just try to look at it as job security. Let's move.